Grillen mit Profis. Heute das Fledermaussteak, der Nachtfalter mit der ganz besonderen Herausforderung und das große Aufschneiden. Ist das Grillgut gelungen? Ich mache das mal wieder hier schön magnetisch hier dran. Ja? In der Zwischenzeit könnte ich euch noch kurz was zu den anderen beiden Teilstücken sagen. Wir haben hier jetzt noch einmal ein Skirt und ein Fledermaussteak. Fledermaussteak heißt nur so, weil es aussieht wie eine Fledermaus. Ja? Keine Angst. Das können wir jetzt auch noch grillen. Bei diesen schmalen Stücken ist es sehr schwierig, ein Kerntemperaturmesser zu benutzen. Kann man natürlich auch. Ja? Hier ist eine dicke und eine dünne Stelle. Ihr geht natürlich in die dicke Stelle rein. Ja? Ganz wichtig. Beim Flanksteak ist es oft so, dass man eine dicke und eine dünne Stelle hat. Bitte immer in die dicke Stelle rein, da die natürlich am längsten gart. Auch hier von mir jetzt mal ein ganz kleiner Tipp. Ähnlich wie beim Flanksteak ist auch jetzt hier das Fledermaussteak oben dick und unten dünn. Ich möchte es natürlich hier auch von hier rosa haben. Wenn es hier noch rosa ist, könnte es hier durch sein. Ich gehe einfach her und lege es dann nur erst mit der dicken Seite auf den Grill und grille die an und lasse die dann etwas länger drauf und tue die Spitze gleich separat grillen. Dadurch habe ich hinterher ein gleichmäßigeres Grillergebnis. Ja? So, genauso mit dem Skirt. Auch das Skirt. Dies ist jetzt perfekt gerade geschnitten worden. Bei dem Skirt kann man das ja ruhig machen. So, jetzt haben wir schon wieder ein paar Röstaromen da dran. Wenden wir das Ganze. Könnte noch ein bisschen brauner sein, aber wir drehen es gleich eh noch mal rum. So. Ja, auch hier können wir jetzt wieder unseren Handkerntemperaturgerät nehmen und hier ein bisschen nachmessen. Ja, ich habe es eben gesagt. Also dafür eignet sich dieses Gerät sehr gut, weil wir hier eine sehr zarte Spitze haben, um hier da zu kontrollieren. Ja, ich stecke das mal so hier rein. Ihr seht, die geht natürlich auch viel leichter ins Fleisch rein, also für ein zartes Steak. Ja, aber bevor wir uns jetzt hier noch weiter mit befassen, müssen wir kurz unser Ribeye-Steak kontrollieren. Wir sind nämlich jetzt hier schon bei 54 Grad angelangt. Ihr seht, durch die Oberhitze hier zieht das Steak schön langsam auf seine Kerntemperatur. So, mit dem Skirt, wo wir jetzt gleich unsere Röstaromen perfekt haben, gehen wir gleich auch wieder auf unseren Grill und lassen das auch auf unsere Kerntemperatur ziehen. Gerade beim Skirt dürfen wir auf gar keinen Fall über 55 Grad kommen, da das Fleisch sonst einfach zu hart und zu zäh wird. So, etwas, was nicht unbedingt was mit dem Grillthermometern zu tun hat, ist, ihr könnt also auch durchaus hergehen und sagt, oh, wisst ihr was, Schwiegermutter kommt 10 Minuten später. Egal, dann legen wir das Fleisch einfach hin, warten, lassen es einfach abkühlen. Ja, ruhig, kann ruhig runterkühlen, macht gar nichts aus und gehen dann her, legen das Fleisch auf den Grill und gehen dann auf unsere Kerntemperatur. Dafür eignet sich natürlich jedes Kerntemperaturgerät von den allen dreien, um die Schwiegermutter glücklich zu machen. Ganz kurz noch für die Leute, die jetzt denken, der hat ja kein Salz dran gemacht. Also, mit dem Salz vorher dran machen ist so ein bisschen Glaubenssache. Wenn ich hier auf diesem Keramikfeld grille, ist mit dem Salz immer so eine Sache, weil das Gerät kann echt alles ab, aber Salz nicht so gut. Deswegen habe ich das jetzt weggelassen und tue es hinterher salzen. So, jetzt nehme ich den Kerntemperaturmesser hier raus, weil hier habe ich meine Kerntemperatur erreicht und gehe jetzt hier in mein Skirt und messe jetzt hier weiter und habe hier ja überhaupt gar keine Probleme, kann das wunderschön kontrollieren auf dieser Station und läuft. So kann ich jedem quasi sein Steak auf die Temperatur machen, wie es er gerne haben möchte und kann gleichzeitig natürlich noch hier ein anderes Stück Fleisch machen. Oder ich mache verschiedene Steaks mit den beiden Kerntemperaturen messen. Also ich ziehe jetzt das Netz hier ab. Viele machen das auch mit dem Bindfaden. Ich habe es mir jetzt leicht gemacht. Ich habe ein Netz drum gezogen. Und jetzt schneiden wir die Porchetta auf. Und ihr seht hier, das übergarte Fleisch
Ja, ist perfekt, trotzdem saftig. Ja. Ich habe so eine kleine Füllung da reingemacht. Man sieht es hier mit etwas Hackfleisch und Zwiebeln. Kräftig abgewürzt. Wirklich schon sehr lecker das Ganze. Ja, die Kruste ist auch wunderbar hier. Jetzt gehen wir her mit unserem Steaks. Wir fangen an mit dem Ribeye. Ja. Ihr seht also, mit dem Kernmesser kann man schon wirklich auf den Punkt garen. Ja. Schön saftig, medium rare bis medium. Eigentlich so, wie wir es haben wollen. Dann habe ich hier das Schwein, das Dry Age. Das muss ich natürlich vom Knochen lösen. Auch die Schwarte mache ich ab. Auch hier medium rare. Habe ich es am liebsten. So, dann haben wir jetzt hier noch unser Skirt. Wichtig immer gegen die Faser schneiden. Auch hier wunderbar, medium rare. So soll es sein. Und dann hier noch das Fledermaussteak. Auch das muss so aussehen, weil sonst wird das Fleisch im Biss zu hart. Anschließend tue ich jetzt noch schön Salz drüber machen und Pfeffer. Aber das kann jeder so machen, wie er es für richtig hält. Ja Leute, um die richtige Kerntemperatur rauszukriegen, braucht ihr die richtige Sonde. Da ist sie.